Okay, wir gehen in die zweite, letzte Runde von der von den Rednern her. Im Jahr 2000 hat in Durban, Südafrika, eine dritte AIDS-Weltkonferenz stattgefunden. Da waren ziemlich viele Wissenschaftler, die sich für die Theorie von AIDS stark gemacht haben. Also gab es ziemlich Aufruhr. Bei dieser Konferenz, der südafrikanische Präsident, der Thabo Mbeki, war auch dort. Und dieser Mann hatte Gespräche mit einem Arzt und einem Beratungsgremium, das ihn während diesen vielen Vorträgen von dieser 13. Welt-AIDS-Konferenz in Unruhe gebracht hat und hat gespürt, er traut der Sache nicht mehr. Und dieser gewisse Mann, der dort mit am Wirken war, der ist heute bei uns. Er macht heute hier Aufruhr. Und zwar haben wir in unserer Mitte Dr. Klaus Könlein. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin. Ist geboren 1955 in Kiel, wo er auch sein Medizinstudium absolviert hat. 1982 hat er sein medizinisches Staatsexamen gemacht. 82 bis 92 war er Facharzt in der Facharztausbildung an der Universität Kiel Onkologie. Seit 1993 ist er in eigener Praxis internistisch tätig. Er hat viel Erfahrung mit HIV-Positivpatienten und Hepatitis C-Patienten, die der antiviralen Therapie skeptisch gegenüberstehen. Dr. Könlein hat auch eigene Publikation. Ich denke, man kann die auch mitnehmen. Sie dürfen bitte schon mal nach oben kommen. Zum einen die chemischen Ursachen der verschiedenen AIDS-Epidemien. Zum anderen AIDS seit 84. Kein Beweis für eine neue virale Epidemie, auch nicht in Afrika. Er ist auch Co-Autor des Buches Viruswahn. Herzlich willkommen, Dr. Könlein. Ich bin besonders glücklich, dass er da ist, weil ich wollte ihn letztes Mal schon hier haben und dann hat das terminlich nicht gestimmt. Genau, ja. Und das Thema ist für uns so wichtig, weil es ist einfach immer noch ein Brenner. Ja? Ja. Und ich empfand einfach, solange die hier zünden, wollen wir die Gegenstimme hören. Also wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Er wird reden über das Thema Viruswahn, die neue Weltseuchen AIDS, Hepatitis C, Realität oder Etikettenschwindel? Ja, vielen Dank, Herr Sasek, für die Einladung hier. Ich bin begeistert von Ihrer Organisation und der Fülle der Menschen, die sich für Ihre AZK interessieren. Ich möchte gleich kurz an das anknüpfen, was Sie sagten, nämlich Thabo Mbeki, der ja damals damit konfrontiert wurde, dass sein Land an AIDS stirbt, sozusagen. Das stand zumindest in amerikanischen Zeitungen und er merkte nichts davon. Er machte also, als Staatspräsident hatte er die Möglichkeit, relativ schnell Umfragen zu machen, und zwar bei klinischen Endpunkten, nämlich bei den Begräbnisunternehmen. Da hat er mal kurz eine Umfrage gemacht, Jungs, wie ist das Geschäft? Blüht das Geschäft oder wie ist es? Und die sagten alle, Flaute, tut sich nichts. Das hat ihn dann skeptisch gemacht. Und dann ist er im Internet auf die kritischen Stimmen gestoßen von den Molekularbiologen in Berkeley, Professor Duisberg, und anderen auch noch, die sich da kritisch geäußert haben, vor allen Dingen zum Gebrauch von dem AZT, das ist das Mittel, was den Afrikanern bei der Gelegenheit verkauft werden sollte, auf dem AIDS-Kongress in Durban.
Und deswegen hat er sich gedacht, da machen wir ein kontroverses Panel vor dem Kongress und dann können wir besser entscheiden. Und das war im Grunde die einzige Situation, wo tatsächlich einmal eine Diskussion zwischen den beiden Parteien stattgefunden hat. Sonst versucht man eigentlich nicht miteinander zu reden. Und da kam dann doch sehr schnell raus, dass die Virushypothese eigentlich keine Grundlage hatte. Aber ich will von vorne anfangen und Ihnen versuchen zu erklären, wie ich in diese Situation gekommen bin überhaupt. Und will versuchen, ein gewisses Verständnis dafür aufzubringen, wie es sein kann, dass eine solche Mehrheit von Ärzten der Virushypothese anhängt und so eine kleine Minderheit sind wir ja nur, das immer noch bezweifelt. Der Spiegel hat sich schon hervorgetan, indem er doch manchmal kritisch über die Überdosis Medizin berichtet, der wir ja alle ausgeliefert sind. Aber in Sachen AIDS hat er leider das Bild der Virushypothese mit mindestens 10 Titelgeschichten propagiert. Also die ehemals kritische Haltung des Spiegels kann man heute leider nicht mehr verwerten. Das ist ein allgemeines Problem in der Medizin. Die Politik hat ja auch die Medizin als Wachstumsmarkt entdeckt. Das hat natürlich zur Folge, dass die Kosten explodieren und damit die Gesundheit abgeschafft wird. Nämlich nur ein Patient, der chronisch krank ist, ist auch ein guter Umsatzträger. Es gibt da dieses alte Gedicht von Eugen Roth. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Auch Ivan Illich hat schon früh ein Buch geschrieben über die Nemesis der Medizin. Schon da hat er, das ist schon über 30, 40 Jahre alt, geschrieben, eine vergebliche, sonst aber harmlose ärztliche Behandlung ist noch der geringste Schaden, die ein wuchernder Medizinbetrieb der modernen Gesellschaft zufügt. Leiden, die aus medizinischen Eingriffen resultieren, laufen heute der Morbidität durch Verkehrs-, Arbeitsunfälle und auch der kriegsbedingten Morbidität den Rang ab und machen die Auswirkungen der Medizin zu einer der am schnellsten um sich greifenden Epidemien unserer Zeit. Ja, was ich hier über den militärisch-industriellen Komplex gehört habe, von Ihnen, Herrn Bachmeier, und auch von Herrn Ganser, der hier schon mal gesprochen hat, kann man fast eins zu eins umsetzen auf den medizinisch-industriellen Komplex. Und es hat fast den Anschein, als bräuchte Amerika pro Jahr eine Seuche und einen Krieg, um ihren medizinisch- bzw. militärisch-industriellen Komplex zu befriedigen. Ich muss Ihnen einige gemeinsame Nenner dieser neuen Seuchen nennen. Es ist ja so, die alten Seuchen, die echten Seuchen, Tuberkulose und sowas ist ja längst weg. Also brauchte es neue. Die ganzen Seucheninstitute waren eigentlich überflüssig. Also hat man mit AIDS, das war der Rettungsanker sozusagen, als diese neue Seuche in Anführungsstrichen auftrat in Kalifornien, was ja nicht seuchenartig auftrat, das waren nur relativ merkwürdige Krankheitsbilder, das muss man schon sagen, die da plötzlich auftauchten, da hat man AIDS dann als Rettungsanker bekommen. Ich gehe da gleich näher drauf ein. Zunächst diese gemeinsamen wissenschaftlichen Probleme. Wir haben mittlerweile eine Methode in der Wissenschaft, die PCR. Das ist ein Verfahren, mit dem man Bruchstücke von DNA messen kann. Dazu braucht es gar kein Virus. Es muss einfach nur ein Zellbruchteil sein, ein DNA-Strang. Und den kann man dann amplifizieren, vermehren und zu einer messbaren Viruslast machen. Und das machen wir heutzutage. Das hat nichts mit elektronenoptischen Viruspartikeln zu tun. Und diese Methode hat leider Eingang gefunden in die Mikrobiologie und damit wird häufig die sogenannte Viruslast gemessen und damit werden die Menschen verunsichert. Insofern, als man ihnen sagt, die muss gesenkt werden, sonst kriegst du in Zukunft ein Problem. Es gibt immer Unsicherheiten über ursächliche Rollen von den Mikroben. Das heißt, bei den neuen Seuchen, bei HIV, HCV, gibt es keine funktionierenden Tierexperimente oder Tiermodelle, sondern es sind einfach nur Korrelationen, die aufgemacht werden. Und Robert Koch hat mal die Gesetze der Kausalität etabliert.
Der hat ja das Tuberkelbakterium isoliert damals und hat eben mit diesem Tuberkelbakterium dann auch im Tiermodell die Krankheit auslösen können. Und das ist ein Zufall, daraus sind die Kochschen Resultate, die Kochschen Postulate resultierten daraus. Das ist eine, wenn ich so will, zuverlässige Methode, um eine Kausalität herzustellen zwischen einer Mikrobe und einer Krankheit. Das alles gibt es bei den neuen Seuchen nicht mehr. Die neuen Seuchen haben auch keine neuen Krankheiten. Das sind alte Krankheiten in einem neuen Gewand. Wie zum Beispiel AIDS ist ein Sammelsurium von Krankheiten, 27 vorher bekannte Krankheiten, werden heute AIDS genannt, wenn sie positiv auf diesen Antikörpertest reagieren. Und das war im Grunde mein Einstieg in die Sache. Ich war damals in der Uniklinik Kiel als Onkologe tätig und wir hatten dort viele Lymphom-Patienten, also Patienten mit Lymphdüsenkrebs. Und dann hieß es eines Tages, dieser Patient hätte jetzt AIDS. Da sage ich, wieso hat der jetzt AIDS? Der hatte gestern noch Lymphdrüsenkrebs. Dann hieß es, ja, der hätte einen positiven HIV-Test. Da habe ich im Moment geschluckt, da habe ich gesagt, okay, dann ist das aber für mich jetzt keine neue Seuche in dem Sinne, sondern allenfalls die Seuche eines neuen Testes. Denn die klinischen Krankheitsbilder sind nicht anders. Und das habe ich damals so dahin gesagt. Ich wusste nicht, dass das damals... dass das das Problem der gesamten Seuche werden sollte, dass nämlich überhaupt kein neues Krankheitsbild da ist, sondern dass tatsächlich da, wo HIV eingeführt wird, vorher bekannte Krankheiten umbenannt werden. Das ist ein ganz großes Problem, besonders in Afrika, wo natürlich auch viele Leute sterben, weil es den Leuten schlecht geht. Da gibt es ein echtes AIDS-Problem, das ist aber nichts Neues, sondern das ist bedingt durch Unterernährung, extrem schlechte Wohnverhältnisse. Viele haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Kindermortalität ist extrem hoch. Die Kinder sterben an Lungenentzündung und Durchfall. Und heute sterben sie an AIDS, sofern sie positiv getestet sind. Das war auch der Grund, weswegen Becky keine größere Mortalität in seinem Land feststellen konnte. Weil die Mortalität blieb die gleiche durch die Einführung des Testes. Die Kinder starben bloß eben an anderen Ursachen. Es hieß dann aber natürlich, AIDS ist der Grund oder HIV ist der Grund. Ja, um diese Seuchen zu etablieren, musste man die Immunologie einmal auf den Kopf stellen. Wir haben ja eigentlich gelernt, dass wenn Antikörper da sind, dass dann der Körper reagiert hat gegen das Antigen und dass man eigentlich geschützt ist. Darauf beruht ja eigentlich auch unser Impfkonzept, dass man versucht, Antikörper zu induzieren, die den Organismus dann schützen gegen das Antigen. Hier geht es plötzlich andersrum. Da hieß es, wer Antikörper hat, hat ein Problem. Wer positiv auf diesen HIV-Antikörper reagiert, der hat, wenn er jetzt noch kein Problem hat, in Zukunft ein Problem. Das ist einfach so nahtlos in der Medizin vorbeigegangen, wurde akzeptiert, hat gesagt, ja, es sind irgendwie inkomplette Antikörper. Also jetzt ist es halt so, wer antikörperpositiv ist, der wird krank. Ja, und die vermutete klinische Relevanz beruht einfach auf Korrelation, ohne irgendeinen Kausalzusammenhang, ohne einen Beweis für Kausalität, wie gesagt. Ein Tiermodell gab es bei AIDS nicht. Man hat es wohl versucht. Man hat Schimpansen infiziert mit HIV. Es ist nicht gelungen, die Tiere krank zu machen. Die leben heute noch in ihren Reservaten. Hier haben wir noch mal ein hübsches Beispiel für eine positive Korrelation, womit der untrügliche Beweis erbracht ist, dass Global Warming durch die immer kleiner werdenden Unterhosen bedingt. Was bleibt, ist also das Korrelationsargument. Das hatte ich mit einem Kollegen von mir ausgetauscht. Der sagte mir dann doch, ja, aber zeig mir doch mal einen Patienten hier in der Klinik, der nicht HIV-positiv und AIDS hat. Der AIDS hat und nicht HIV-positiv ist. Dann sagte ich ihm, ja, das kann ich dir nicht zeigen. In deinen Augen ist das kein AIDS-Patient. Aber ich kann dir hier einen zeigen mit Lymphdrüsenkrebs. Ich kann dir da einen zeigen mit Toxoplasmose, mit Histoplasmose plus HIV. Wäre es AIDS, ohne HIV bleibt es Lymphom, Histoplasmose, Toxoplasmose. Das heißt, aus der Definition resultiert alleine eine hundertprozentige Korrelation, per Definition. Das ist aber überhaupt nichts wert. Und so lernen es jetzt die Studenten.
Deswegen ist das Ganze auch relativ hoffnungslos, weil es in den Lehrbüchern ja weiter gelehrt wird. So ungefähr könnte eine Verknüpfungsfrage in den Multiple-Choice-Prüfungen heißen, ja, eine HIV-Infektion führt zu AIDS, weil jeder AIDS-Patient HIV-positiv ist. Nun haben wir ein Problem. Es war ja ursprünglich so, die ersten echten AIDS-Patienten, die starben ja tatsächlich relativ schnell. Das waren also junge Patienten in ihren 30ern, die plötzlich mit schweren Pneumonien auftauchten und nicht zu retten waren. Das waren so die ersten klinischen AIDS-Fälle. Was nicht so bekannt ist, ist, dass diese ersten klinischen AIDS-Fälle alle schwerst drogenabhängige Homosexuelle waren, die in der Zeit der Gay Liberation von einer Party auf die nächste gegangen sind und sich vollgestopft haben mit Amphetamin, Kokain und vor allen Dingen einer Droge, die heißt Amylnitrit. Das ist eine Droge, die in der homosexuellen Gemeinschaft besonders beliebt ist, weil es die glatte Muskulatur relaxieren lässt und dadurch eben den Analverkehr erleichtert. Und das ist die Droge, die schwerst immunsuppressiv ist und kanzerogen ist. Und entsprechend bekommen diese Patienten, die das lang genug nehmen, erst eine schwere Immunsuppression und dann häufig auch Krebs, wie zum Beispiel auch Lymphome. Nun kam aber ja die Akzeptanz der Virushypothese durch Gallo. Und da stellte sich dann raus, dass es ja viele Leute gab, die HIV-positiv waren und aber gar nicht krank waren. Dann hieß es ja, dann musste die Inkubationszeit eingerichtet werden. Du bist jetzt noch nicht krank, aber warte mal 10 Jahre ab, da wird es schon kommen. Und bei Hepatitis C wurden 30 Jahre postuliert. Bei Prionenseuchen, haben Sie auch doch im Kopf, wurden 50 Jahre postuliert. Und da sind wir dann bald bei der mittleren Überlebenszeit von uns, nämlich bei 75 Jahren, könnte man dann auch so argumentieren. Ja. Ich kann einmal mit Ihnen zusammen kurz eine neue Seuche basteln. Das wäre jetzt ein Kochrezept für moderne Seuchen. Robert Koch würde sich allerdings im Grabe rumdrehen. Man nehme eine Krankheit, deren Ursache unklar ist, zum Beispiel die Fettsucht. Wie oft muss ich mir in der Praxis anhören, Herr Doktor, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Man isoliere aus dem Gewebe ein Virus, zum Beispiel den Adenovirus 19 mittels dieser PCR, dieser hochauflösenden Methode. Und man entwickle dann einen Antikörpertest dagegen, das ist heute alles gentechnisch machbar, verbreite ihn epidemieartig in der Population, weil man sagt, es ist eine neue Seuche unterwegs. Man erkläre dann jeden, der Antikörper auf diesen Test hat, zum chronischen Virusträger und ermittle seine Viruslast. Dann werden wir sicherlich welche haben, die sind schlank und reagieren positiv auf den Antikörper. Dann wird man ja aber sagen, ja, du hast ein Problem, du bist infiziert. Warte mal 10 Jahre ab, dann wirst du schon sehen. Während die Dicken, die positiv auf den Antikörpertest reagieren, ihre Erklärung parat haben. Ja, das hatte ich schon erwähnt. Also die PCR ist im Prinzip das Problem, was Kerry Mullis, der den Nobelpreis bekommen hat, dafür erfunden hat, das ist kein geeignetes Verfahren zur ursächlichen Mikrobensuche. Er selbst hat sich mehrfach öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, das ist dafür nicht geeignet. Ja, was ist AIDS eigentlich? Ich musste mir gestern gerade noch anhören, ja, glaubt ihr immer noch, dass es AIDS nicht gibt? Ich muss dafür ganz klar sagen, wir glauben, dass es AIDS gibt, wir glauben nur, dass es keine infektiöse Viruserkrankung ist, sondern dass es Lifestyle-Gründe hat, dieses Syndrom, dieses erworbene Immundefektsyndrom. Und in der Tat war es so, dass dieses Phänomen auch erst genau so gedeutet wurde, weil nämlich offensichtlich war, dass ganz vorwiegend junge Homosexuelle, die eben diese Drogenanamnese hatten, befallen waren. Entsprechend hieß das Phänomen auch anfangs GRID für Gay-Related Immune Deficiency. Man hat damals auch Umfragen gemacht und praktisch alle Umfragen, alle Anamnesebögen kamen
Sie sehen das hier zu 100-96%, zu 100% praktisch. Das kam raus, dass praktisch alle Betroffenen damals eben diese Drogen benutzt haben. Und das ist eine ganz banale Erklärung dafür, dass das Immunsystem kaputt geht. Man sieht, es gibt auch Zahlen über den Poppers. Also das ist dieses Amylnitrit, was ich erwähnte, diese homosexuellen Droge. Da gibt es gute Verkaufszahlen drüber. Sie sehen also vor dem Ausbruch der ersten AIDS-Probleme sozusagen, vor 1981, da wurde das Phänomen ja erstmals gesehen, gab es eine Poppers-Crisis, also die Verkaufszahlen gingen da exponentiell in die Höhe. Es wurde auch bekannt, dass das giftig ist, das Zeug. Es wurde im National Institute of Drug Abuse getestet und es gab eben genau das raus, dass es immunsuppressiv ist und eben kanzerogen, und deswegen wurde es auch verboten. Aber Sie wissen ja, die Prohibition bewirkt eher das Gegenteil. Dann kam Gallo. Wir sehen es hier, Gallo kam mit dem Virus, was ursprünglich der Franzose Montagnier isoliert hatte. Der hatte sich aber noch nicht so recht dazu geäußert, was er hat von einem Patienten mit Lymphknoten, hat er ein Virus isoliert. Das hat er dem Gallo dann geschickt und Gallo ist dann damit vor die Presse gegangen, ohne irgendein Papier, was einen wissenschaftlichen Blick haben könnte, und hat behauptet, Ladies and Gentlemen, oder seine Gesundheitsministerin hat es gesagt, we have found the probable cause of AIDS. Das waren die berühmten Worte. Und das Wort wahrscheinlich war am nächsten Tag vergessen. Und in der New York Times und in allen großen amerikanischen Zeitungen stand also, dass ein US-amerikanischer Wissenschaftler die Ursache von AIDS entdeckt hätte. Dann kam ganz schnell diese Hochrechnung von durchaus klugen Männern wie Manfred Eigen, die gerechnet haben, und wenn man dann ihre Rechnung verfolgt, dann sieht man auf halblogarithmischer Darstellung, dass der letzte AIDS-Patient in Deutschland 1993 krank wird und dann 2 Jahre später stirbt. So war damals die Hochrechnung und so wurde es im Spiegel publiziert und im Bild der Wissenschaft, und Sie wissen alle, diese Vorhersagen sind nicht in keiner Weise eingetroffen. Die sind einfach, sie haben richtig gerechnet, sind aber von falschen Vorhersagen ausgegangen oder von falschen Voraussetzungen. Sie waren der Meinung, gut, es ist sexuell übertragbar, jeder hat Sex und es ist garantiert tödlich. Also dann kommt sowas zustande, aber nichts von beiden stimmt so recht. Ja, weswegen eigentlich hätte man erwarten sollen, dass die Seuche dann sich von selbst ergibt oder dass das seuchenartige Phänomen sich ergibt. Aber das Problem war, dass dann ein Heilmittel auf den Markt kam, und das war das ACT, das erste antiretrovirale Medikament. Das war ein Medikament, was wir aus der Leukämietherapie kennen. Das ist also ein reines Krebsmedikament. Das ist ein zellhemmendes Medikament, was die DNA, also die DNA der Zelle und des Virus auch, aber der Zelle unterbricht und damit zum Zelltod führt. Duisberg hat damals argumentiert, was macht es eigentlich für einen Sinn, eine Zelle zu töten, die durch das Virus sowieso schon getötet wird. Ja. Aber das wurde natürlich nicht gehört. Stattdessen wurde dieses Medikament getestet in dieser Dosierung. Es gab also eine Placebo-Kontrolle. Und in dieser Placebo-Kontrolle sah es nach 4 Monaten so aus, als würden diejenigen, die das Verum kriegen, also das Medikament bekommen, besser dastehen als die, die das Placebo bekommen. Das heißt, da waren weniger Todesfälle in der Gruppe. Das war dann für die Studienleitung der Grund, die Studie sofort abzubrechen. Der Druck war groß, muss man auch verstehen. Der Druck der Betroffenen war groß. Sie wollten alle das angebliche Heilmittel haben. Und die Studienleitung hat sich da nicht lange bitten lassen. Also dann wurde nach 4 Monaten die Studie abgebrochen. Dann bekam jeder das ACT. Das heißt, diese lebenslange Behandlung, die dann empfohlen wurde, fußt auf einer Studie von 4 Monaten. Und das angesichts der Tatsache, dass es sich um ein reines Chemotherapeutikum handelt, was natürlich mit Zunahme der Zeit zunehmende Probleme macht, was auch im Nebenwirkungsspektrum sehr, sehr deutlich wurde. Nämlich in der Verumgruppe überlebten die Patienten nur, weil sie lebensrettende Bluttransfusionen bekamen. Ja. Das wurde dann auch publiziert, es wurde auch klar anhand der Verläufe, aber für die Betroffenen war es natürlich viel zu spät. Die
Klar wurde es erst nach 3-4 Jahren, als die Concord-Studie noch durchgeführt wurde, schon in einer reduzierten Dosierung. Aber da hatte man noch mal so etwas wie eine Placebo-Kontrolle. Und da wurde dann klar, dass mehr ACT mehr Todesopfer fordert. Allerdings wurde das in der Zusammenfassung nicht so dargestellt, sondern da wurde nur gesagt, naja, offensichtlich hilft es nicht zur prophylaktischen Behandlung. Ja, das war die Zeit von ACT. Die Aktien gingen natürlich ab wie nix. Die großen Sportler starben damals, Arthur Ashe, Rudolf Nureyev, die fielen alle in diese Zeit. Magic Johnson hat es schnell wieder abgesetzt, hat stattdessen eine Goldmedaille gewonnen. Das war die Sage damals, there is no ACT in Magic and no Magic in ACT. Das wurde dann langsam klar, dass ACT also nicht hilft, sondern eben eher schadet. Aber für eine ganze Generation von AIDS-Patienten war es zu dem Zeitpunkt schon zu spät. Und das ist letztlich auch der Grund, weswegen immer noch geglaubt wird, dass HIV tödlich ist, weil damals so viele HIV-Patienten an ACT gestorben sind. Und dass das in der medizinischen Welt nicht aufgefallen ist, hat eine Erklärung. Es liegt daran, weil wir davon ausgingen, dass AIDS eine katastrophale Krankheit ist. Und kein Arzt glaubt natürlich, dass sein Patient an seinem Medikament stirbt. Der stirbt natürlich trotz des Medikamentes. Und ich habe die Erfahrung nur auch deswegen gemacht, weil zu der Zeit eben relativ viele sich schon an mich gewandt hatten, wegen kritischer Äußerungen im Internet. Und das waren diejenigen, die das ACT kritisch sahen und das abgesetzt hatten. Und das waren diejenigen, die das dann überlebt hatten, das Drama. Ja, das hatte ich schon erwähnt. Also es war nicht ausreichend abgesichert. 4 Monate nur. Übertherapie durch Knochenmarksuppressionen dann bemerkt. Und die weiteren Therapien wurden dann immer nur gegen ACT gemessen, also nie wieder gegen Placebo. Das war aus ethischen Gründen dann nicht mehr möglich. Das ist jetzt also die Geschichte der antiviralen Therapie. Es ging damals los mit 1500 Milligramm ACT, dann schrittweise Reduktion, dann kam eine andere Therapie, die Trippeltherapie, die dann weniger toxisch war. Da hat man dann erst gedacht, möglichst früh anfangen. Dann hat man gemerkt, dass die Nebenwirkungen auch dazu groß sind, also wieder möglichst spät. Also das war dann eine gewisse Zurückhaltung. Mittlerweile machen die Patienten das selbst, dass sie sich zurückhalten. Also viele sind kritisch geworden gegenüber der Therapie und versuchen es zu vermeiden. Das ist also die Situation, die wir haben. Eine antivirale Therapie ist eine Therapie, die zu genau dem führt, was die AIDS-Virus-Hypothese vorhersagt. Es gibt eine langsam fortschreitende Immunsuppression. Und in der Concord-Studie wurde dann eben klar, dass mehr ACT mehr Tote fordert und dass die ACT-Epidemie praktisch Anfang der 90er Jahre erst durch die Medizin ausgelöst worden war. Hier sind nochmal die Ergebnisse der Concord-Studie im Originaltext. Goethe hat sowas auch schon mal beobachtet, hat in seinem Faust geschrieben, hier war die Arznei, die Patienten starben und keiner fragte, wer genas. So haben wir mit höllischen Lattwerken in diesen Tälern, diesen Wäldern weit schlimmer als die Pest getobt. Sie welken hin, ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Also Goethe hat in der Medizin auch schon Ähnliches erlebt. Offensichtlich, ich denke nur an Aderlass und solche Geschichten, die die Patienten zum Teil überlebt haben, viele aber eben auch nicht. Ja, das ist die Situation, vor der wir stehen. Also wenn Sie HIV-positiv sind, kriegen Sie lebenslange antivirale Behandlung, die das Leben dann verkürzt. Und wenn Sie die gleichen Krankheiten und sind HIV-negativ, dann werden halt nur diese Krankheiten behandelt, was durchaus Sinn macht und wesentlich sinnvoller wäre. Nun ist es so, die Diskussion gestaltet sich mittlerweile schwierig, weil, und ich kann mittlerweile meine Kollegen durchaus verstehen, dass sie Leute wie uns für verrückt erklären oder denken, haben das alles nicht mitgeschnitten. Es gibt nämlich tatsächlich Patienten heute, die HIV-positiv sind, denen es schlecht geht. Die kriegen hart, also diese antivirale Therapie, und es geht ihnen dann langsam besser. Und das hat eine Erklärung, weil nämlich die meisten Patienten, die ihr Immunsystem durch Drogen schädigen, meistens dann durch körpereigene Pilze
in lebensbedrohliche Situationen kommen, dann wuchert Candida, das geht dann bis in die Lungen, die kriegen schwere Lungenentzündung. Und wenn Sie denen dann antivirale Therapie geben, dann funktioniert das erstmal. Weil die antivirale Therapie antimykotisch wirksam ist, also die Pilze gehen kaputt davon und deswegen geht es denen darunter dann erstmal besser. Und wenn man die Therapie dann zeitlich begrenzt und irgendwann versucht wieder abzusetzen, wäre es vielleicht auch ein durchaus sinnvoller Ansatz, weil früher haben wir ja Pilzerkranken auch mit Antimykotika, also Antipilzmitteln bekämpft, die auch nicht ungiftig sind, sage ich mal. Die sind auch ziemlich giftig gewesen. Da könnte man gucken, ob die neue Therapie vielleicht sogar besser ist als die alte. Aber es hat alles nichts mit dem Virus zu tun, sondern das ist eben die Pilzkrankheit, die die Leute umbringt, beziehungsweise nicht umbringt, wenn sie dann rechtzeitig therapiert werden. Deswegen setze ich die jetzt mittlerweile auch selbst ein bei Patienten, die solche Pilzprobleme haben. Auch die Syphilis spielt eine große Rolle in der homosexuellen Gemeinschaft. Auch die Syphilis kann wohl, wenn sie unter immunsuppressiven Bedingungen erworben wird, also sprich unter Drogenabusus erworben wird, zu einer chronischen Krankheit werden. So wie es früher mal war, als sie noch mit Quecksilber und Arsen behandelt worden ist. Da war das auch eine sehr schlecht zu behandelnde Krankheit und die hat auch einen ganz chronischen Verlauf genommen. Ja, bei der Geschichte muss man die Bluter noch erwähnen, weil die auch immer als Argument aufgeführt werden, dass unsere Sichtweise falsch ist. Ich erinnere noch meinen alten Chef, der damals sagte, Herr Köhnlein, das kann doch nicht sein, dass der Duisberg recht hat. Die Bluter kriegen es ja auch. Und die Bluter sind keine Drogen, keine Junkies, sondern die gehen sorgfältig mit ihrer Gesundheit ab. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass die Bluter vor Einführung des Faktor 8, also das ist das, was ihnen fehlt, was ihnen die Blutungsneigung macht, eine extrem schlechte Lebenserwartung hatten. Die fielen als Kind vom Wickeltisch und waren tot, kriegten schwere intrazerebrale Blutung und waren tot. Und erst mit Herstellung des Faktor 8, und das ist ja dann auch der fragliche Infektionszeitpunkt, wenn man mal die Virushypothese verfolgt, wurde deren Lebenserwartung besser. Die verdoppelten ihre Lebenserwartung bis 1985 und erst 1988 fingen sie an, plötzlich vermehrt zu sterben. Die hätten aber gemessen an der Virushypothese schon längst alle tot sein müssen, weil die Inkubationszeit ja so 10 Jahre ist oder noch kürzer. Und das wurde dann hier in Nature publiziert. Das ist eine Arbeit direkt aus Nature, die Originaldaten. Da sehen Sie, dass tatsächlich die HIV-positiven Bluter 87 die Mortalität steil ansteigt. Und an dieser Kurve scheiden sich natürlich die Geister. Maddox, der damalige Herausgeber von Nature, hat diese Arbeit direkt in Kommission gegeben, damit sie Duisberg widerlegt sozusagen. Und Sie sehen hier eben den Anstieg der Sterblichkeit, was nichts weiter als ein ACT-Effekt ist. Die haben damals das ACT gekriegt, ab 86, und da sehen Sie, dass sich die Mortalität verzehnfacht hat in der Zeit. Ja, nochmal zu Afrika, ein völlig anderes Phänomen. Das hat mit dem AIDS, was wir hier in Europa, in den entwickelten Ländern haben, nichts zu tun, sondern das ist das Ergebnis von Armut und 20% Durchseuchung mit einem tödlichen, sexuell übertragbaren Virus nach 20 Jahren Verdopplung der Bevölkerung. Das passt nicht zusammen. Das ist eben im Wiki damals auch aufgefallen und das ist auch heute nach wie vor das Argument, dass HIV ein Passagiervirus sein muss. Es kann kein tödliches Virus sein, sonst sähe das deutlich anders aus. Dazu kommt, dass der HIV-Test extrem kreuzreaktiv ist. Das heißt, er reagiert auf andere Krankheiten, wie zum Beispiel Tuberkulosebakterien. Das hat einer der Virusprotagonisten selbst festgestellt, der diese Studie geleitet hat hier. Und Essex von der Harvard University, die haben da diese Studie gemacht und haben festgestellt, dass eben Tuberkelbakterien und Leprabakterien stark kreuzreagieren mit HIV-Tests und haben selbst die Empfehlung ausgegeben, dass man sehr vorsichtig sein soll mit HIV-Tests in Gegenden, wo Tuberkulose und Lepra endemisch ist, was ja auf Afrika zutrifft. Aber das wurde natürlich nicht gemacht. Aber das ist der Grund, weswegen in Südafrika zum Beispiel so relativ hohe Durchseuchungsraten mit HIV vorliegen, weil die ganzen Coloureds, die ihr Marihuana rauchen da und ihre Tuberkulose pflegen, die reagieren jetzt häufig positiv in diesem Test. Ja, das nur kurz zur Epidemiologie. Ja, so sieht das leider in Afrika dann aus, dass schon die Kinder
traktiert werden mit diesen Medikamenten. Kinder mit AIDS sind natürlich Kinder meistens von drogenabhängigen Müttern. Und die haben natürlich von Hause aus multiple Gesundheitsrisiken. Da kriegen sie leichter eine Lungenentzündung, sind sehr klein fürs Alter, haben Gedeihstörungen. Und außerdem seit 87 bekamen sie damals die ACT-Behandlung. Ja, die andere Hypothese heißt also ACT, Fremdproteine, ist es bei den Blutern, die eine gewisse Immunschwäche auslösen, aber keine ausgeprägte. Und vor allen Dingen Drogen, die zu AIDS führen. Und dazu kommt natürlich ein enormer psychischer Druck, der auf jedem lastet, der HIV-positiv ist. Das kann man sich gut vorstellen. Jede Krankheit, die auftaucht, lässt einen immer gleich annehmen, jetzt geht's ab, jetzt greift das Virus an und es macht einen extremen Nocebo-Effekt. Wir kennen ja den Placebo-Effekt, mit dem man also alles Mögliche bewirken kann. Ja? Und wir kennen eben auch den Nocebo-Effekt, der hier sehr ausgeprägt ist, der viele veranlasst hat, direkt aus dem Fenster zu springen, früher als AIDS noch als größere Bedrohung gesehen wurde. Ja, die CD4-Zellen, das muss ich vielleicht noch ernähren, das ist ja das, der Marker, nach dem wir uns immer richten. Der kann natürlich viele Gründe haben, wenn Helferzellen abfallen. Da gibt es jede Menge Gründe, nur sie werden eigentlich nur bei HIV-positiven Patienten gemessen. Sonst werden sie eigentlich nirgendwo gemonitort. Das heißt, das ist exklusiv bei HIV-positiven. Sobald die runtergehen, heißt es so, jetzt fangen wir mal lieber an zu therapieren. Und das sollte man natürlich nicht machen, weil es gibt viele Gründe, weswegen die Helferzellen runtergehen und die gehen unter Umständen nach einer Weile auch wieder hoch. Zum Beispiel, ein klassisches Beispiel ist das Pfeiffersche Drüsenfieber, was vielleicht viele kennen. Da haben wir auch genau diese Reaktion, wie sie HIV nachgesagt wird. Da gehen die Helferzellen runter, die anderen, die zytotoxischen, gehen hoch und nach einem halben Jahr normalisiert sich das wieder. Es gab dann doch Virologen damals, die sich hier in Science publiziert haben, die neuen Virologen zurückpfeifen wollten. Die sahen nämlich auch mit Sorge die neue Gentechnik, die heutzutage die Mikrobiologen in die Lage versetzt, überall Viren zu finden. Und die sagten auch, diese Techniken sind zwar prima, aber es ersetzt nicht das elektronenoptische Bild. Wir brauchen schon Elektronenmikroskopie weiterhin, das wird aber nicht gemacht. Stattdessen gehen sie mit Gentechnik daran, aber eine Reihe DNA sagt ihnen natürlich nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt oder ob es jemanden krank macht. Ja. Hier ist nochmal ein schönes Bild von einem Virus. Das ist aber einfach eine Computeranimation. Ja. Das hat nichts mit einem tatsächlich sichtbaren Virus zu tun. Und damit will ich kurz überleiten zur Hepatitis C. Das ist eine weitere neue Seuche, die im Moment extrem beworben wird, weil dagegen ein extrem teures Medikament auf den Markt gekommen ist. Das ist der Tierversuch, der damals veranstaltet wurde. Wir haben ja die Hepatitis A und die Hepatitis B. Und dann gab es noch eine Non-A, Non-B, eine Hepatitis, die man nach einer Bluttransfusion bekam. Und da dachten sich Virologen natürlich, da ist wahrscheinlich dann ein drittes Virus drin und haben dann also Blut von so einem Patienten genommen und haben das auf Schimpansen überimpft und die Tiere beobachtet, dem passierte aber nichts. Es gab eine vorübergehende Transaminasenerhöhung, das sind die Leberenzyme, ging vorübergehend hoch, dann gingen sie wieder runter. Da haben sie gedacht, na gut, das könnte was gewesen sein, die Tiere wurden aber nicht krank. Dann haben sie die Tiere geschlachtet, untersucht, die Leber war auch fein, war alles prima. Aber dann haben sie mit diesen hochauflösenden gentechnischen Methoden irgendwelche RNA-Schnipsel gefunden, die nicht zu dem genetischen Code des Wirts zu gehören schienen, haben gesagt, das ist es. Und haben dann dagegen diesen Hepatitis C-Antikörper gebaut und den epidemieartig in der Bevölkerung verbreitet. Ja, ein Molekularbiologe in Lübeck hat dann Hepatitis C-spezifische DNA-Sequenzen in menschlicher DNA von HCV-Negativen gefunden. Das heißt, man kann annehmen, dass diese HCV-Bruchstücke im menschlichen Genom vorkommen und immer dann frei werden, wenn man die Zellen zu sehr malträtiert, zum Beispiel mit Alkohol oder mit Drogen eben auch, dass dann Leberzellen kaputt gehen und dann diese Sequenzen ins Serum gehen und dagegen endogen Antikörper positiv gebildet wird,
weil nämlich viele der Betroffenen gar keine Ahnung haben, wo sie es herhaben können. Das heißt, die haben keine Transfusion gehabt, die haben keine Schnittverletzung gehabt, sind aber trotzdem HCV-positiv. Also man weiß eigentlich nicht, woher. Das kann endogen passieren. Und dann gibt es Gruppen, die zeigen auch ganz klar, dass die Hepatitis C keine gefährliche Krankheit ist. Man hat diese Kohorte über viele Jahre beobachtet. Das sind 62.000 Frauen gewesen, die nach mit Anti-D-Immunglobulin damals therapiert worden sind und HCV-positiv zum Teil waren. Also 700 waren davon HCV-positiv. Und man hat nur 182 Fibrosen und 7 Zirrhosen gefunden. Wenn man das vergleicht mit dem Vorkommen in der normalen Bevölkerung, dann ist das weniger, als man in der normalen Bevölkerung erwarten würde. Ja. Und mit dieser Geschichte konfrontiert, meinten die Kollegen dann, ja, das könnte daran gelegen haben, dass die Frauen dann wissend um ihre Hepatitis C-Infektion weniger Alkohol getrunken hätten. Und dann haben wir aber auch schon den eigentlich Schuldigen an der Hepatitis C, das ist nämlich der Alkohol. Und wenn Sie heute in den Lebertransplantationszentren gucken, welche Lebern da zur Transplantation anstehen, dann steht da meistens euphemistisch verbrämt in der Anamnese nutritiv toxischer Leberschaden. Das bedeutet so viel wie Alkohol und Drogen. Auch bei über Kinder gibt es Arbeiten. Die haben gesehen, dass diese HCV-positiven Sequenzen sich manchmal dann von selbst auflösen nach vielen Jahren. Also es besteht eigentlich gar kein Grund, diese Krankheit zu behandeln. Und so mache ich das auch seit 30 Jahren und habe noch nicht erlebt, dass einer dieser Patienten eine Leberzirrhose bekommen hätte. Ja. Es gibt auch retrospektive Studien, wie diese hier zum Beispiel von Seef, die immerhin ein 45-jähriges Follow-up hatten. Das waren Studien, die durchgeführt wurden bei Rekruten in Amerika. Und da waren eingefrorene Serien vorhanden, die hat man dann aufgetaut und geguckt, was aus denen geworden ist. Und da hat man festgestellt, nach 45-jährigem Follow-up gab es wenig liver-related Sterblichkeit und Mortality Rates. Also es macht eigentlich keine Krankheit, diese HCV-Positivität. Aber in unserer Presse sieht es anders aus und da werden gleich wieder die militärischen Vokabeln laut. Ja, Sieg durch Blitztherapie, also Blitzkrieg. Eine schnelle Behandlung kann die Hepatitis C heilen. So stand es damals da, das ist schon lange her, als Herr Manz das geschrieben hat. Von 43 sind 42 Patienten durch eine 6-monatige Interferontherapie geheilt. Das ist eine ziemlich harte, das ziemlich harter Tobak, dieses Interferon. Davon wird man dann richtig krank. Also das bis dahin fehlende Krankheitsgefühl stellt sich dann sofort ein, wenn die Therapie losgeht. Mittlerweile wird diese Behandlungsmethode verworfen, weil sie so nebenwirkungsreich ist. Und jetzt wird eben eine neue angeboten gerade und massiv beworben, weil das Medikament jetzt $1.000 pro Pille kosten soll. $1.000 pro Pille. Ja, das ist also wirklich eine obszöne Preisentwicklung, anders kann man das nicht mehr nennen. Und es handelt sich um ein Medikament, was vom Wirkungsmechanismus so banal ist wie das ACT. Das ist ein DNA-Terminator, also eine Polymerase-Hemmer und weiter gar nichts. Und ist zytotoxisch, kann also irgendeine Viruslast senken. Und das wird jetzt vermarktet als das Heilmittel gegen Hepatitis C. Es wird wahrscheinlich 1-2 Jahre dauern, dann heißt es, ja, wir haben wieder Therapieversager, wir müssen jetzt wieder mit einem anderen Medikament dagegen und so weiter. Und so ist es ein lange währendes Schauspiel, sehr zu Ungunsten der Patienten. Was mir noch aufgefallen war, ist dies hier. Und zwar gibt es einen YouTube-Beitrag von einem Kollegen von mir, der praktisch neben meinem steht. Sein Beitrag ist eine reine Werbeveranstaltung für die Hepatitis C-Therapie. Und da fiel mir eine Äußerung von ihm auf, der sagte, ja, das Schlimme sei ja an der Hepatitis C die hohe Dunkelziffer. Mit anderen Worten, nur 20% oder 10% wissen von ihrer Infektion. Die anderen leben völlig unbehelligt und ohne Therapie und führen ein wunderbares Leben und es passiert gar nichts. Aber dieses Argument wird von den Hepatologen nicht so richtig aufgegriffen, ja, wie Sie sich denken können.
Aber das ist eigentlich, wie ich finde, ein schlagendes Argument, nämlich die Dunkelziffer, wenn die so hoch ist und an der Entstehung der Leberzirrhose etwas dran ist, müssten wir mittlerweile einen Berg von Leberzirrhosen haben, den wir nicht haben. Ja, was können wir tun? Also ich werde ja immer gefragt, ob ich nicht irgendein Medikament hätte, um das Immunsystem zu stützen. Muss ich sagen, ich habe im Laufe der Zeit bisher nichts kennengelernt, was wirklich da einen Nutzen hat oder irgendwie vernünftig funktionieren könnte. Ich muss immer sagen, man kann nur die Schädigungen fernhalten, man muss eine echte Lifestyle-Änderung vollziehen, man muss also den Drogen Adieu sagen, man muss versuchen, die legalen Drogen, die Medikamente abzusetzen und man muss... Ja, das Schlimme ist tatsächlich, dass die Patienten, die aus dem illegalen Drogenbereich kommen, dann in den legalen Drogenbereich überwechseln, nicht? Und damit ist eine echte Gesundung eigentlich nicht mehr zu erreichen. Die Erhaltung des Immunsystems können Sie praktisch aus meiner Sicht nur bewerkstelligen durch körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und eine psychische Ausgeglichenheit. Und medikamentös lässt sich da leider wenig machen. Ja, mit diesem letzten Zitat von dem berühmten Arzt Sir William Osler möchte ich schließen. Es wäre sicherlich gut für die Menschheit, aber schlecht für die Fische, wenn man all die Medikamente ins Wasser schütten würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fantastisch, fantastisch. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank. Also ich spüre einfach, wie es logisch wird. Es wird einfach, die Selbstverantwortung. Immer wenn ich das höre, obgleich man fühlt sich doch in so einer Situation, möchte auch Hilfe von außen. Und trotzdem, wenn ich das höre, das hebt mich sowas von hoch zur Selbstverantwortung in so einer lebensgefährlichen Situation. Das ist für mich so dieses Wirken. So bemesse ich persönlich in meinem Leben, so entscheide ich. Das ist völlig unlogisch, ja. Ein Kranker, der auf die Selbstverantwortung gestellt wird, da geht es einfach nur hoch innerlich, ja. Und das ist für mich der Punkt. Den halte ich persönlich fest, kann natürlich jeder machen, wie er selber will. Wir sind ja hier nicht ein Verein, der das dann aufnötigt, aber diese Gegenstimme war jetzt für mich persönlich krass wichtig. Was mir auffällt, jetzt zu den anderen Referenten, da kann ich eigentlich nur pauschal fragen, wo geht's eigentlich nicht ums Geld? Diese Probleme, oder? Jetzt haben wir über das Öl geredet, abiogene Öl und Gas. Der Hintergrund war ziemlich klar, Geld, oder? Die ganze Sache. Dann reden wir über den Krieg, ja, um was geht's da? Geld. Jetzt reden wir über Bilag, um was geht's da? Geld. Und jetzt waren wir bei AIDS, Hepatitis. Das kam so deutlich rüber, wo hier diese Steuermechanismen sind. Einfach krass. Aber das hilft uns, einen roten Faden zu finden in unserem Leben, dass wir besser verstehen, was so rund um uns herum geschieht. Und ich glaube, es wird Licht, es wird Tag und lange können die Geldmacher hier nicht mehr ihr Spiel treiben. Vielen Dank, das war sehr kostbar.